Unsere Adresse: WDR, Redaktion Markt in 50608 Köln. Morgen ist Hauptversammlung bei der Deutschen Bank und da wird man wieder selbstbewusst verkünden, dass die Deutsche Bank bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Aber das Bankenimage, das ist natürlich allgemein ramponiert und das Vertrauen der Kundschaft dahin, da machen sich ein paar imagefördernde Maßnahmen gar nicht schlecht. Und auch da ist die Deutsche Bank weit vorn, wie die neue Konzernzentrale. Die Green Towers in Frankfurt zeigen hier hinter mir, ein ökologisch nachhaltiges Bürogebäude soll da entstehen, mit intelligentem Beleuchtungssystem, mit einem ganz neuen Klimakonzept. Und damit soll der Energieverbrauch und CO2-Ausstoß der Gebäude mindestens halbiert werden. Und auch auf der Homepage der Bank wimmelt es nur so von grünen Projekten. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, Herr Ackermann. Soziale Verantwortung muss selbstverständlicher Teil unseres Denkens und Handels sein. Willkommen im Paradies. Die Hügelkette des Niamgiri in Ostindien. Eine einzigartige Naturlandschaft. Heimat hunderter Pflanzen und Tierarten. Und ihre Heimat, die Dongria Kond, Ureinwohner. Seit Jahrtausenden leben sie auf dem Niamgiri. Der Berg ist ihnen heilig. Sie verehren ihn wie einen Gott. All diese Früchte hier, Ananas und all die anderen, all das sind Geschenke von Niamgiri. Ohne ihn könnten wir nicht leben. Paradiesisch sieht auch die Internetseite der Deutschen Bank aus. Banking on Green. Hier betont sie ihre soziale und ökologische Verantwortung. Zukunftsfähig und nachhaltig. Das ist die Deutsche Bank im Netz. Hier endet das Paradies. Am Fuß des Niamgiri betreibt die britisch-indische Minenfirma Vedanta eine Aluminiumraffinerie. Ein schmutziges Geschäft. Staub und Rauch aus der Anlage verpesten die Luft, belasten Pflanzen und Lebensraum. Hunderte Trucks rollen jeden Tag durch die Dörfer, bringen noch mehr Staub, noch mehr Dreck. Die Deutsche Bank macht mit bei der Finanzierung der Projekte des Bergbaugiganten. 2004 verhilft sie Vedanta zu einer Anleihe über insgesamt 500 Millionen Dollar. Allein ihr Anteil 212,5 Millionen. Geld für Projekte wie die Raffinerie. Den Anwohnern hatte Vedanta Jobs versprochen. Die wenigsten haben einen bekommen. Stattdessen sind sie krank geworden. Im kleinen Ort Belamba leiden viele an Ausschlag. Sehen Sie sich das an. Alles ist ganz rot und geschwollen. Tag für Tag wird es schlimmer und irgendwann platzt die Wunde dann auf. Kommt der Ausschlag von der Raffinerie? Früher hat es so etwas jedenfalls nicht gegeben, sagt Kado Maji. Alle diese Hautkrankheiten kommen vom Staub. Wir baden im Staub, wir essen den Staub, wir trinken den Staub. 2005 will Vedanta eine weitere 100 Millionen Dollar Anleihe. Wieder ist die Deutsche Bank dabei, mit 25 Millionen. Auch Renu Maji hat Ausschlag. Er lebt im Dorf Bundel auf der anderen Seite der Raffinerie. Staub und Dreck sind hier nicht das einzige Problem. Vor einem Monat fing es an. Immer wenn ich im Fluss bade, wird es schlimmer. Das ist die Badestelle der Dorfbewohner. Überall auf dem Boden und im Wasser ist Flugasche, Abfall aus der Anlage. Flugasche verseucht das Wasser und kann Schwermetalle enthalten. Ein Verstoß gegen Umweltauflagen, wie sie Behörden schon oft bei Vedanta-Projekten festgestellt haben. Früher waren wir sehr glücklich hier. Wir konnten all unsere Früchte essen. Heute können wir nicht einmal mehr in den Fluss gehen. Umweltverschmutzung, Gewalt gegen die Bevölkerung, Bauen ohne Genehmigung. Die Liste der Vorwürfe, die auch indische Behörden erheben, ist lang. Nicht lang genug für die Deutsche Bank. 2005 empfiehlt sie die Vedanta-Aktie als Top-Pick in Sachen Rendite. Dabei ist die Raffinerie erst der Anfang. Auf dem Gipfel des heiligen Niamgiri entsteht eine gigantische Mine. Tagebau auf mehreren Quadratkilometern. Es geht um Bauxit, Grundstoff für Aluminium. Die Mine bedeutet noch mehr Umweltbelastung. Und sie wird den Berg für immer zerstören, warnen Experten. Mit Auswirkungen nicht nur für die Ureinwohner. Denn im Niamgiri sprudeln mehr als 30 lebenswichtige Wasserquellen.
Wenn die Mine kommt, wird das nicht nur den Wald zerstören und Tierarten ausrotten. Es wird auch ein Problem der Wasserversorgung für die Menschen im ganzen Bundesstaat mit sich bringen. Seit Jahren steht Vedanta wegen seiner Geschäftspolitik weltweit in der Kritik. Zu Unrecht findet das Unternehmen. Doch einige Investoren ziehen Konsequenzen. Der norwegische Pensionsfonds, einer der größten der Welt, setzt seinen Ethikrat auf Vedanta an. 2007 erstellt er eine umfangreiche Studie. Das Ergebnis? Vedanta ist verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung. Der Ethikrat empfiehlt dem Fonds, alle Investitionen in Vedanta zu stoppen. Denn der Fonds sollte solche Projekte in Zukunft nicht unterstützen. Der Pensionsfonds zieht all seine Gelder ab. Andere große Fonds folgen. Nicht so die Deutsche Bank. Sie verhilft Vedanta nur ein paar Monate später zu einer 1,25 Milliarden Dollar Anleihe. Davon steht nichts im Bericht der Deutschen Bank zu ihrer globalen gesellschaftlichen Verantwortung, den sie Jahr für Jahr veröffentlicht. Darin finden sich nur jede Menge Vorzeigeprojekte. Augenwischerei, bemängeln Kritiker schon seit Jahren. Die Deutsche Bank macht sehr, sehr viel Imagepolitur. Es gibt viele Hochglanzbroschüren, es gibt viele Selbstverpflichtungen, doch die Realität sieht ganz anders aus. Die Deutsche Bank ist wirklich ein Schlusslicht unter den deutschen Banken, was Nachhaltigkeit angeht. Und wenn Herr Ackermann jetzt schon wieder dazu bläst, Renditeziele von 25% zu prognostizieren, dann sieht man, dass er eigentlich nur ein paar Schönheitskorrekturen machen will, aber nicht wirklich die Bank neu aufstellen will. Ein Interview zu all dem lehnt die Deutsche Bank ab. Auch Fragen zur Geschäftsbeziehung zu Vedanta werden aus rechtlichen Gründen nicht beantwortet. Stattdessen weist man auf die vielen internationalen Standards und Selbstverpflichtungen hin, an die sich die Deutsche Bank halte. Nachhaltigkeitskriterien sind von zentraler Bedeutung für unsere geschäftliche Tätigkeit und integraler Bestandteil der Identität der Bank. In einem halben Jahr wird die Mine wohl in Betrieb gehen. Der heilige Berg der Dongria wird dann zerstört. Wir flehen die Regierung an, dieses Projekt zu stoppen. Aber die ist auf der Seite von Vedanta. Wir können nichts tun, aber wir werden nicht gehen. Eher werden wir hier sterben, wo wir immer gelebt haben. Laut letztem Jahresbericht hält die Deutsche Banktochter DWS noch immer Vedanta-Aktien. In Millionenhöhe. Soziale Verantwortung muss selbstverständlicher Teil unseres Denkens und Handels sein. Haben wir gehört. Ich weiß gar nicht, warum wir Bad Banks noch einrichten müssen. Wir haben sie doch schon.